Herzlich willkommen zur nächsten Tomb Raider Episode und vermutlich auch zur letzten Tomb Raider Episode hier auf Weplay Games for You. Ich bin Suivo. Und ja, wir sind kurz vorm Ende. Vermutlich. Zikkurat der Königin, okay. Vielleicht ist es doch noch nicht so, dass so nah am Ende, wenn ich das hier so sehe. Da kommt noch einiges auf uns zu. Aber ich denke irgendwie seit 3-4 Folgen jedes Mal, es wäre das Ende. Naja gut, wir werden sehen. Okay, da ist Sam. Sieht so aus, als ob die Himiko ihm helfen würde, irgendwie den Schwachsinn da durchzuziehen. Ich muss sagen, die Musik gefällt mir jetzt nicht so gut, oder die Geräusche. Das sind so ein bisschen unscharf, finde ich. Okay, jetzt wird es wieder besser. Zack. Und nach oben da. Darum, alles klar. Ist jetzt kein Problem. Darum. Okay. Hier waren wir auch schon mal, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, aber okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, als wenn ich eben hier rausgesprungen bin und hier am Anfang gestartet bin. Super bröckelnd. Naja, gut. Also das war schon mal falsch. Müssen wir auf jeden Fall woanders entlang dann. Nachdem wir hier waren. Weil der rausspringen will ich ja jetzt nicht unbedingt. Ach, da müssen wir hoch. Ah, okay, hab's verstanden. Gut. Kein Problem. Sieht so ein bisschen gefrostet hier alles aus. Ganz schön abgedreht. Aber okay. Damit müssen wir irgendwie die Tür kaputt machen, schätze ich mal. Okay. Ziehen wir mal. Kein Problem. Das hat schon mal gut geklappt. Hier müssen wir irgendwo hinschießen. Dass das ist. Tatsache. Hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht, dass das klappt. Ach du Fuck. Ich halte mich fest. Klar halte ich mich fest. Was mache ich auch sonst? Dahin oder dahin? Ich denke, wir müssen eher dahin. Oder? Da bringt uns ja nichts. Kommen wir da wirklich rüber? Ich glaube eher nicht, oder? Wir hüpfen mal dahin. Das war schon mal falsch. Alles klar. Ich habe gedacht, der Abgrund ist zu groß bis zu der Plattform auf der linken Seite. Schade. Jetzt müssen wir hier den Scheiß mit der Glocke nochmal machen, oder was? Ist logisch, ey. Na gut. Nicht schlimm. So. Lara, Vorsicht! Die Mistkerle. Ach du Fuck you. Wir haben alles getan, um sie aufzuhalten. Danke, Reyes. Geh zum Boot. Wenn ich nicht zurückkomme,
werden nicht ohne dich fahren. Wir warten. Auch auf einmal. Ist klar. Ja, ist schon klar. Das kriege ich hin. Und sowas bin ich gut. So. Ey, ey, ey. Holy fuck. Hätte er mich eben beinahe hier fertig gemacht. Ach, warum? Ah, nein! So viel dazu, dass ich hier so toll bin. Irgendwie passiert sowas immer, wenn man irgendwie sowas sagt. Glaube ich. So, jetzt nochmal von hier, ey. Fuck you. Ehrlich. Fuck it, fuck it, fuck it. So, nochmal. Dieser Scheißsturm von der Himiko, ey. Ist der Wahnsinn. Naja, gut. Was machst du denn da? Warum rennt die da nicht hoch? Jetzt aber, komm. Jawohl. Gott sei Dank, ey. Gut, aber auch Zeit. So. Okay, hier müssen wir irgendwie was dran schießen. Ach du, fuck you. Da müssen wir jetzt bestimmt dran ballern. Habe ich verstanden. Zack, dran da. Ruff und hoch. Ach ja, die ist ein bisschen sauer. So viel steht fest. Okay. Ich glaube, wir müssen weiter nach unten. Oder? Ne, weiter nach unten macht keinen Sinn, oder? Jetzt bin ich verwirrt. Ah, hier geht's rein. Okay. Macht doch alles ein bisschen Sinn. Zikurat Vorraum. Munitionstechnik sind wir wohl voll. Keine Lara-Geschichte. Bisschen schade. Alter, das ist jetzt nicht der Anfang wieder, oder? Sehen. Okay. Gut, gut, gut. Müssen wir erstmal hier nach rechts oder was? Das ist ein Quatsch. Na gut, soll mir rechts sein. Okay, ja, logisch. Blitz hier doch alles kaputt. Wieder durch Zauberhand werden wir natürlich nicht getroffen, ist ja logisch. Komm schon. Immer weiter, immer weiter. Eieieiei. Ich glaube, wir sind langsam auf der Stufe angekommen, wo wir hin müssen. Er speichert, sehr gut. Durch alle Mühsal bringe ich euch das Gefäß. Strömt hinein und nehmt euch dieser menschlichen Hülle an. Nein, Mann. Strömt hinein und werdet wiedergeboren. Strömt hinein und erwache. Nein, Mann. Okay. Ja. Wie machen wir das jetzt? Das ist ein abgedrehter Fuck. Alter, halt doch die Fresse jetzt. Ja. Getroffen habe, ey. Holy shit, ey. Ah, fuck. Gut, ich habe ihn erwischt. Das war wichtig. Oh, oh, oh.
Nicht so gut. Ich hab keine AP. Fuck it, ey. Fuck it, fuck it, fuck it. Okay, ich wollte eigentlich nicht so viel Maschinengewehrpistolen, Munition, Dingsbums verbrauchen, aber ich denke, wir haben kaum eine Wahl. Wir müssen es verbrauchen. Gibt's doch nicht. Dreht gleich am Rad, ne? Ja. Ihr seid schon geile Kalis. Fuck it, ey. Ganz ehrlich. So, jetzt aber. Nächste Runde bitte. Zack. Okay, der ist schon tot. Bisher geht's ja gar nicht. Den habe ich auch erwischt, sehr gut. Den haben wir auch, perfekt. Gucken, ob noch mehr kommen. Denke nicht aktuell. Erstmal ein bisschen Munition wieder einsammeln hier. Von den Wichsern. Okay. Okay. Was ist jetzt los? Ja, halt durch, Sam. Ach du fuck you. Gut. Das war ordentlich. Da geht's jetzt nach oben. Okay. Wir kommen voran. Langsam, aber stetig, würde ich sagen. Ach du Jemine. Dessen müssen wir die nicht alle töten. Gut, den haben wir schon mal tot. Gut. So, den haben wir auch. Perfekt. Den haben wir auch. Perfekt. Da sind noch mehr irgendwo. Oh, fuck you da oben. Nicht so gut. So, den haben wir. Sehr gut. Jetzt den da. Den haben wir auch. Sehr gut. Ja, den haben wir. Den haben wir noch nicht ganz. Jetzt aber. Perfekt. Nicht mehr so viel Munition für die Pistole, habe ich das Gefühl. Da ist so ein ganz gefährlicher. Mehrere von denen. Ja, das war nicht so gut. Zack, jetzt aber. Weg mit dir. Zack. Genau. Ah, fuck it, ey. Jetzt aber. Genau. Und weg mit dir. Sehr schön. Ach, der lebt noch. Das war knapp. So ein Wichser. Gucken, ob das alle waren, ist jetzt die Frage. Ich denke nicht. Ach du Jemine. Was war das denn?
Bin mir nicht ganz so sicher, was hier abgeht, aber okay. Ich denke, wir müssen hier hoch. Irgendwie geht's aber nicht hoch. Okay. Hier passiert irgendwas. Okay, Mann. Ich denke, wir müssen hier hoch auf jeden Fall. Oder? Vielleicht auch nicht. Wir müssen wohl darüber. Oh, ich halte mich ja schon fest. Keine Angst, Mann. Zack. Und jetzt da nach oben, bitte. Was ein langer Weg das hier einfach mal noch ist, ey. Okay. Geht jetzt hier ab zur Hölle. Oh, die werden irgendwie umgebracht von dem. Oh, ich glaube, das ist der Chef von denen. Ach du Scheiße. Gegen den wollte ich jetzt eigentlich nicht auch noch kämpfen. Okay, der hat eine dicke Panzerung. Ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, hat er hinten nur eine schwache Panzerung oder so. Bin mir nicht ganz sicher, aber vorne brauchen wir auf jeden Fall nicht drauf schießen. Bin ich mir sicher. Ach, fuck you, also zu nah dürfen wir auch nicht an ihn ran. Dann wirft er uns durch die Gegend. Okay. Oh, das war gut, glaube ich. Das war auch gut. Okay. Das wäre ja lustig, wenn das schon fertig wäre. Nee, war wohl irgendwie Phase Nummer 1 oder so. Och ja, nicht auch noch irgendwelche kleinen, ey. Da habe ich ja total Bock drauf. Fuck it, ey. Weg, weg, weg. Hauptsache erstmal auf den großen drauf. Okay, der macht die auch kaputt, wenn ich das richtig gesehen habe. Ah, fuck it, ey. Wie viele sind denn das? Fuck you, fuck you, fuck. Nachladen. Das geht hier nur ab. Hoffentlich waren das alle Bogenschützen, damit wir jetzt in Ruhe wieder auf den seinem Rücken ballern können. Okay, das war gut. Okay. Gut. Weg, 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 weg. Okay, da kommen neue. Nein, weg, weg, weg. Okay, weg, weg, weg. Gut. Da ist er wieder. Weg. Ich glaube, der hat getroffen. Bin nicht ganz sicher, aber okay. Gut. Gut, wir haben ihn wieder. Soweit zumindest. Gut. Oh, irgendwie ist er schneller geworden. Das ist nicht so gut. Fuck you, fuck, fuck. Weg, weg, weg. Weg, weg. Okay, wir haben irgendwas. Angreifen. Dann klappt das nicht. Jetzt. Zack. Hack ihn den Kopf weg, Mann. Ich mach das. Kein Problem, kein Problem. Oh. Okay, ich glaube, das hat geklappt. Holy fuck, ey. Skrupellos, okay. Wir haben es wohl geschafft hier, den Scheiß. Okay.
das müsste ja der schlimmste Gegner gewesen sein, der kommen kann, oder? Wobei Himiko kann ja auch noch ein Boss sein. Mal gucken, was jetzt hier abgeht. Wir sind da. Okay. Okay. So viel dazu. Was? Ich hätte irgendwas drücken müssen. Ich hab's nicht gecheckt. Mach ich. Klar doch. Was jetzt? Ich schaff das. Gut. Gut. Haben wir ihn abgeschießt? Jawohl, Mann, jawohl. Da ist er weg, der Wichser. Aber das heißt noch nicht, dass wir gewonnen haben. Das müssen wir irgendwie Sam noch retten. Hat das gereicht? Okay. Sam. Oh Sam, Gott sei Dank. Ganz gesund sieht die nett aus. Was ist passiert? Ich bin da. Du bist sicher. Alles gut. Alles gut. Du hast mich befreit. Ich hab's gewusst. So wie versprochen, bringen wir dich nach Hause. So, jetzt gehen die Stürme weg. Die Sonne kommt wieder durch. Sehr geil. Okay. Da ist Lara. Sie hat Sam. Geschafft. Hier wird es bald besser gehen. Was ist dort passiert? Es ist vorbei. Wir können los. Okay, dann nichts wie weg von hier. So sehe ich das aber auch. Ich war so blind, so naiv. Jahrelang habe ich an meinem Vater gezweifelt, wie alle anderen. Dabei hatte er mit so vielem Recht. Ich wünschte, ich könnte ihm das jetzt sagen. Ich war mir der Wahrheit immer so sicher. Aber nach dem, was ich gesehen habe, weiß ich nicht mehr, was ich glauben soll. Ich muss Antworten finden. Ich muss verstehen. Logisch musst du das. Brauchen Sie was? Keine Ahnung, was Sie da durchgemacht haben. Aber wenn ich Ihre Wunden und Ihren Blick sehe, will ich es auch gar nicht wissen. Naja. Der hat recht. Wir sind bald zu Hause. Ich gehe nicht nach Hause.
Ein Überlebender wurde geboren. Okay. Wir hoffen, dass ihr Spaß dabei hattet, Tomb Raider zu spielen. Wir haben das sehr hart daran gearbeitet, das beste Game zu machen, das wir konnten. Danke dafür, dass du die Zeit genommen hast, das Spiel zu abzuschließen, stand da auf Englisch. Ja, muss sagen, da haben sie gute Arbeit geleistet. Wer unsere Let's Plays kennt, der weiß, an dieser Stelle kommt immer unser Fazit zum Spiel. In dem Fall natürlich meins. Ja, ich muss sagen, es hat extrem viel Spaß gemacht. Es war sehr abwechslungsreich, auch wenn es eigentlich ein Schlauchlevel war. Ein Schlauchlevel-Spiel war. Es gab viel zu erkunden, es gab viel zu finden. Es hat von der Story her sehr viel Spaß gemacht. Es sah super toll aus. Ja, ich kann eigentlich nicht viel Kritik äußern. Die Speicherpunkte waren gut gelegen. Es gab sehr viele Speicherpunkte. Es hat komplett über die ganze Zeit viel Spaß gemacht. Es wurde nie langweilig, es gab immer was Neues. Natürlich hat man wie bei jedem anderen Spiel sich nach einer Weile auf das Spiel eingestellt und kann dann eben die Story, also nicht die Story vorhersehen, sondern die Rätsel vorhersehen, weil es halt nicht so viel Abwechslung gab, was jetzt die Rätselmechanismen anging, aber trotzdem waren die gut gemacht. Die Gräber haben viel Spaß gemacht, die waren klasse inszeniert, so dass es halt auch für die, die nicht nur die Hauptstory machen wollen, eben auch immer noch ein bisschen was zu entdecken gab und zu machen gab. Das fand ich richtig gut. Ja, was fand ich negativ? Muss ich jetzt mal ein bisschen drüber nachdenken. Ja, es hätte ein bisschen... Von der Gegnervielfalt hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen mehr gewünscht. Das waren halt immer irgendwie Solari hier, Sturmdiener da. Und dass sie halt irgendwie im Prinzip alle dasselbe gemacht haben. Die konnten entweder Bogen schießen, hatten eine Waffe oder konnten Feuer werfen. Oder eben Bogen schießen, irgendwie sowas halt. Da hätte noch ein bisschen mehr Vielfalt sein dürfen. Aber ansonsten bin ich sehr, sehr zufrieden. Es gab einige schöne Story-Wendepunkte, die echt gut inszeniert waren. Die Sequenzen sahen super aus. Sie waren auch immer am richtigen Platz. Ja, gab an der einen oder anderen Stelle ja auch ein bisschen Misstrauen, den einen oder anderen Toten. Das war wirklich sehr, sehr gut und sehr gelungen. Und wenn ich mir jetzt angucke, das ist Folge Nummer 34, alle zwischen 15 und 20 Minuten lang. Der letzte hier geht jetzt natürlich etwas über eine halbe Stunde wohl, wenn die Geschichte hier noch ein bisschen läuft. Das heißt, wir haben etwa, ja, sagen wir 8 Stunden, grob über den Daumen, müssen es sowas sein, zwischen 8 Stunden. Ist vollkommen in Ordnung für ein heutiges Spiel, vor allem auch für, ja, so mit so Action und Schlauchlevel, das ist 8-9 Stunden, ist vollkommen in Ordnung. Viel Zeit verdrödelt haben wir ja auch nicht. Ich denke, wenn wir jetzt wirklich noch die ganzen Gadgets und Vasen und den ganzen Relikten und so weiter gesammelt hätten, hätten wir vielleicht auch locker auf 10 oder 11 oder 12 Stunden oder sowas kommen können. Von daher ist es vollkommen in Ordnung. Einzigen Kritikpunkt, den ich wirklich habe, ist, dass es ja eigentlich ein PS3-Spiel war und jetzt für PS4 nochmal aufgebessert wurde und aufgehübscht wurde. Und dafür ist der Preis meiner Ansicht nach einfach zu teuer gewesen. Es hätte ruhig ein Richtung 40, 45 gehen können und nicht Richtung 60. Das ist der einzige Kritikpunkt, den ich an dem Spiel habe. Ja, so dass es halt wirklich jemand, der es auf PS3 gespielt hat, der braucht sich's für PS4 nicht mehr kaufen. Das Gute war halt, dass Rektalin bei uns das für PS3 gespielt hat und ich noch nicht, so dass ich das jetzt unvoreingenommen spielen konnte und sich die Vollpreiskosten eben doch für uns rentiert haben oder für mich rentiert haben. Ansonsten würde ich, denke ich, davon abraten, weil so viel besser sind die Stellen dann auch nicht, als dass es einen neuen Vollkaufpreis rechtfertigen würde. Allerdings, wir haben ja auch diese Special Edition gekauft. Ich muss sagen, die ist relativ schick. Ich glaube, es war eine Special Edition. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist sie in so einem Pappschuber und ist so einem Buchformat mit einem Artbook vorne drin und alles. Also es ist wirklich schick.
Also ist es auf jeden Fall auch noch was, was man schön in den Schrank stellen kann. Wir sind ja doch so ein bisschen Jäger und Sammler, möchte ich es mal nennen. Und das weicht jetzt zwar ein bisschen vom Spiel ab, aber was soll's. Ja, wie gesagt, es war ein grandioses Spiel. Mehr bleibt dazu nicht zu sagen. Also wer es noch nicht gespielt hat, ich kann es nur empfehlen. Ob ihr es dann für PS3 oder PS4 spielt, bleibt euch überlassen. Ich denke, dass das bestimmt mittlerweile gebraucht auch zu erhalten ist oder auf eBay oder Co. für, ich schätze mal, 15 Euro wird man es auf jeden Fall bekommen, denke ich, irgendwo. Vielleicht 20, und da kann man nichts mit falsch machen. Ja. Es kommt jetzt hier noch ganz schön was. Es wird ja mal einer der längeren Abspänne. Muss ich sagen. Ich habe ja letztens Outlast fertig gespielt. Das ging rucki zucki. Das waren vielleicht 3 Minuten oder so. GTA hat ja, glaube ich, irgendwie eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde Abspann gehabt, hat Rektalin erzählt gehabt, als er es durchgespielt hat. Mal schauen, ob wir hier da rankommen. Ich glaube eher nicht. Ja, was bleibt noch zu sagen? Also mir hat es viel Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Und ja, würde sagen, wir sehen uns in einem anderen Let's Play wieder, vielleicht sogar im nächsten Tomb Raider, das dann hoffentlich eine reine Next-Gen-Entwicklung wird. Ja, bedanke mich nochmal ausdrücklich bei allen, die seit Anfang an vielleicht sogar dabei geblieben sind und natürlich auch bei denen, die dann später zugeschaltet haben. Und bis zum nächsten Let's Play. Ciao, ciao! Ich mute mich jetzt. Falls am Ende vom Abspann noch was kommt, melde ich mich natürlich nochmal zurück. We'll be right back.
Glückwunsch! Sie haben die Geschichte abgeschlossen und 76% des Gesamtspiels gemeistert. Sie können jetzt mit weiter auf die Insel zurückkehren, um sämtliche unerledigten Aktivitäten abzuschließen. Ja, das möchten wir aber ja nicht. Ich bedanke mich nochmal bei allen und bis zum nächsten Let's Play. Ciao, ciao!